US-Präsident Joe Biden ist weiter davon überzeugt, dass Russland die Ukraine bald angreifen wird. Es sei eine Tatsache, dass russische Truppen die Ukraine umzingelt hätten, betonte Biden. Russland weist den Vorwurf, eine Invasion der Ukraine zu planen, zurück. Im Konfliktgebiet Donbass im Osten des Landes nehmen unterdessen die Verstöße gegen die Waffenruhe massiv zu. Ukrainische Regierungstruppen und die von Russland unterstützten Separatisten liefern sich zahlreiche Scharmützel und beschießen sich mit Artillerie. Russland hat für heute ein weiteres Militärmanöver angekündigt. Die Übung mit strategischen Truppen und ballistischen Raketen wird von Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich beaufsichtigt. Wir haben Grund zur Annahme, dass die russischen Streitkräfte in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen einen Angriff auf die Ukraine planen. Wir glauben, dass sie die ukrainische Hauptstadt Kiew angreifen werden, eine Stadt mit 2,8 Millionen unschuldigen Einwohnern. Wir sprechen ganz öffentlich über die russischen Pläne, nicht weil wir einen Konflikt wollen, sondern weil wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Russland jede Rechtfertigung einer Invasion zu nehmen und sie daran zu hindern, sich weiter zu bewegen. Wir wollen diese Aussagen näher einordnen. Aus Kiew zugeschaltet ist Steffen Schwarzkopf. Steffen, wie nervös sind die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt nun, nachdem der US-Präsident erstmals Kiew als Hauptangriffsziel der Russen genannt hat? Also ich habe den Eindruck, dass sich das auch nach der Ansprache von US-Präsident Joe Biden nicht viel geändert hat. Die Kiewer, die Ukrainer, muss man sagen, sind diese Warnung ja inzwischen gewohnt, nachdem ja auch für letzte Woche ein Angriff quasi vorausgesagt wurde, der dann nicht gekommen ist. Also insofern würde ich nicht sagen, dass man das hier auf die leichte Schulter nimmt, aber doch eben nicht todernst im wahrsten Sinne des Wortes. Nichtsdestotrotz, die Stadt, die Hauptstadt bereitet sich darauf vor. Der Sicherheitsbeauftragte von Kiew hat gestern hier erklärt, dass im Fall eines russischen Angriffs die komplette Stadt mit knapp 3 Millionen Einwohnern evakuiert werden würde, dass nur Militär und für die Infrastruktur notwendiges Personal und Arbeiter überhaupt in der Stadt verbleiben würden. Und das muss man sich vorstellen, eine Stadt mit 3 Millionen Einwohnern zu versuchen zu evakuieren, das alleine schwierig. Es gibt mehr als 4.500 unterirdische Bunker, auch die U-Bahnhöfe, die würden dann auch als Bunker benutzt im Falle von Luftangriffen. Also man bereitet sich darauf vor, geht aber jetzt nicht unmittelbar von einem Angriff aus. Im Osten der Ukraine allerdings, da nimmt die Gewalt ja schon jetzt zu. Im Separatistengebiet soll eine Ölpipeline explodiert sein. Gleichzeitig heißt es, in Donetsk sei ein Sprengsatz vor einem Verwaltungsgebäude hochgegangen. Könnte Russland solche Zwischenfälle als Grund für einen möglichen Einmarsch nutzen? Genau das ist es ja, was befürchtet wird. Es hat auch der Separatistenführer ja die Menschen, Frauen und Kinder und alte Leute aufgerufen, in der Donbass-Region, die Region zu verlassen, in russische Gebiete zu gehen, also quasi eine Evakuierung angeordnet. Gleichzeitig habe ich die Zahlen hier gerade mal nachgeschaut. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtet von 220 Verletzungen der Waffenruhe allein in Donetsk und von weiteren 648 Vorfällen in Luhansk. Also es zeigt, dass es dort immer wieder jetzt zu Gefechten kommt. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat heute Morgen übrigens erklärt, dass man nicht plane, den Donbass in irgendeiner Form anzugreifen, dass keine Militäraktion nicht bevorstehe, dass das alles quasi inszenierte Vorwürfe seien, dass Russland versuchen würde, so eben tatsächlich einen Vorwand zu schaffen, um einzumarschieren in die Ukraine. Aber noch einmal, über 800 Vorfälle, über 800 Feuergefechte, Granaten, die abgefeuert wurden, allein in den vergangenen 24 Stunden. Das zeigt, wie extremst angespannt die Lage dort ist und natürlich auch im Restgebiet der Ukraine inzwischen. Steffen, vielen Dank für diese Informationen aus Kiew. Dankeschön.